Liebe CSA-Community, mein Name ist Thorsten Fuhrbech und ich begrüße heute ganz herzlich Laura Winterling zu unserem Podcast. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Bevor ich mit unserem Interview beginne, möchte ich meine heutige Gesprächspartnerin, Sie, einmal kurz vorstellen. Frau Winterling, Sie sind studierte Diplomphysikerin, ehemalige Astronautentrainerin bei der European Space Agency ESA und heute Unternehmerin. Als Speakerin sind Sie auf der ganzen Welt unterwegs und sprechen über die Raumfahrt und was man von Astronauten lernen kann. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erlangen nicht nur Einblicke hinter die Kulissen einer Mission ins Weltall, sondern erfahren auch, was Sie aus der Raumfahrt für Ihr eigenes Business und Ihr Team lernen können. Ich denke, dass Ihre ESA-Zeit wohl die meisten Menschen interessiert, egal ob Sie von den Überlebenstrainingseinheiten oder der Schwerelosigkeit beim Parabelflug berichten. Kunden sagen dann immer, die hat uns auf eine faszinierende Reise ins Weltall mitgenommen, aber auch immer wieder zurück zum Planeten Erde gebracht. Jetzt habe ich die Bitte, dass Sie gleich auch unsere Zuschauer und unsere Zuschauerinnen mit Ihrem galaktischen Wissen ins Weltall nehmen. Ihre Leidenschaft für das Universum ging ja schon in frühen Jahren los. Nach Ihrem Studium waren Sie ja als Astronaut, Instructor und Spaceflight Expert bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA tätig. Wie sind Sie dazu gekommen? Was hat Sie so früh am Weltall fasziniert? Ja, ist eine schöne Frage und dazu muss man tatsächlich etwas weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Also ich glaube, es war zweierlei Sachen, die mich dazu irgendwie befähigt haben und auch inspiriert haben. Zum einen mein Physikstudium. Also ich wusste in meiner 10. Klasse mit 16 Jahren sehr trotzig meinem Physiklehrer gegenüber, das studiere ich übrigens und das mache ich, was dann letztendlich auch der Türöffner war. Also ich glaube, so die harten Wissenschaften, ne, so wie wir sie kennen, die sind schon der Türöffner, den man manchmal braucht im Leben. Und so war es bei mir auch. Aber der eigentliche Grund, warum ich bei der Europäischen Raumfahrtagentur anfangen durfte, das war tatsächlich meine Liebe zu Menschen. Denn ich habe immer Exkursionen für unsere Studenten gemacht, damit die Firmen kennenlernen. Und so haben wir auch die ESA in Köln einmal kennengelernt. Und dann wusste ich, da bin ich zu Hause. Diese Schiebetür, die damals aufging, die ging dann auch nochmal auf, als ich nicht bewerben durfte. Und ich habe gesagt, ich gehe hier einfach nicht mehr. Also ich habe ein sehr großes Talent, in Türrahmen zu stehen, bis man ungeduldig wird und sagt, bitte, bitte, damit du gehst, dann ja, was auch immer du möchtest, ja. Also ich habe schon meine Türen auch so ein bisschen selber aufgestoßen. Was haben Sie genau bei der ESA gemacht? Wie sieht Astronautentraining aus und welche Herausforderungen gab es da für Sie? Schließlich ist eine Astronautentrainerin ja die einzige Lehrerin, die etwas tut, was sie vorher noch nicht selber getan hat. Ja, richtig. Ich würde es ja so bezeichnen, wir sind Lehrer für große Kinder mit großen Träumen. Und Astronautentraining ist erstmal per se genauso, wie man sich es vorstellt, Schulbank drücken. Jetzt sagen Sie genau richtig, jetzt sind das Lehrer, ich und nochmal 200 andere ungefähr auf der Welt, die jetzt Weltraumsysteme oder Raumfahrtsysteme für die ISS und für unsere Astronauten da unterrichten. Und da heißt es erstmal für einen selber Schulbank drücken. Denn bevor ich unterrichten durfte, bevor ich meine erste Crew bekommen habe, das waren in dem Fall zwei Kosmonauten aus Star City, dem Sternstädtchen bei Moskau, die selber schon oft geflogen waren, da musste ich mich erstmal 1,5 Jahre lang vorbereiten, damit man gesagt hat, okay, die weiß jetzt genug und kann auch genug in tiefe Fragen beantworten, die so kommen. Sie darf jetzt also unterrichten. Also im Leben, egal wo man aber so steht, also ich weiß das aus meiner jüngsten Zeit jetzt in den letzten 2 Jahren auch, denn ich habe noch ein bisschen mein Berufsbild erweitert, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Das mit der Schulbank drücken, das sollte man nie verlernen und auch nie Angst davor haben. Was waren das denn für tiefe Fragen? Ja, also
Man kann natürlich sehr einfach nur fragen, hey, wie funktioniert eigentlich die Klimaanlage da oben oder so, wie man sie gerade hinter mir sieht oder wie schalte ich denn den Laptop hier neben mir ein oder fahre den hoch und runter und welches Programm läuft da drauf? Das sind so Alltagsfragen, die beschäftigen uns hier unten genauso wie im All. Aber dann gibt es schon manchmal Fragen, okay, wenn das nicht funktioniert, wie baue ich das denn aus? Also wie kriege ich denn die Kabel da weg und welche Werkzeuge brauche ich dafür und muss ich dafür andere Systeme hoch und runter fahren? Beeinträchtige ich andere dadurch? Beeinträchtige ich überhaupt so einen Tag auf der ISS damit? Also das sind schon Fragen, die dann sehr schnell höchst technisch werden und die zwar Astronautentrainer ganz gut beantworten können, aber nicht alleine beantworten sollten, denn man darf nicht vergessen, wir sind ja ein Teil eines sehr großen Teams, das am Boden arbeitet. Seit 2016 sind Sie Unternehmerin und zwar als CEO der Firma Spacetime Concepts aktiv. Stichwort Faszination Raumfahrt als Event. Wie unterscheidet sich Ihr Alltag als Unternehmerin von der Tätigkeit bei der ESA? Gibt es da vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Also erstmal der größte Unterschied ist natürlich zwischen angestellt sein und selbstständig sein. Also seit 2016 darf ich mein eigenes Zepter schwingen und muss es auch machen. Das heißt, ich trage mein Risiko selber. Jeder, der zuhört und das selbst schon durchgemacht hat, weiß, wie anstrengend das erste Jahr auch ist. Ich habe dadurch meine zweite Leidenschaft ein bisschen erweitern dürfen. Dieses Menschen zusammenbringen und Menschen das näher zu bringen, was mich fasziniert, was meine Leidenschaft ist. Und durfte ja da am Europäischen Astronautenzentrum auch dann anfangen, Touren zu führen. Das heißt, Interessenten konnten vorher zwar immer mal einen kleinen Einblick gewinnen, aber gar nicht lange bleiben. Und das gibt es jetzt eben seit 2016, dass man diesen Ort, Europäisches Astronautentrainingszentrum, was einmalig ist in Europa, benutzen darf, ganz schlichtweg benutzen darf für sein Interesse, für ein Event, um einfach nur Inspiration zu bekommen. Und da muss ich sagen, da unterscheidet sich dann plötzlich meine Arbeit gar nicht mehr so viel jetzt wie damals, denn ich habe damals auch gern das weitergegeben, was ich wusste und was meine Liebe und Leidenschaft war, und das darf ich jetzt auch machen. Jetzt darf ich so ein bisschen alleine bestimmen. Als Raumfahrtexpertin sprechen Sie in Ihren Vorträgen aber auch unter anderem über Themen wie Leadership, Teamstrukturen, effiziente Kommunikation und Entscheidungsfindung, aber auch über die Fehlerkultur. Was können wir aus der Raumfahrt von den Astronauten für unser Leben lernen und in unseren Alltag und unser Berufsleben integrieren? Also da stellen Sie jetzt die richtige Frage und das ist ja auch das, was die meisten am dringendsten so interessiert und brennend interessiert. Wir wollen nicht zu viel verraten. Ich sage mal so, es ist genau das, was man eigentlich nicht glaubt. Also wer meint, Astronauten sind ausgesucht, weil sie perfekte Menschen sind und niemals Fehler machen, den kann ich nur sagen, oh weh, hören Sie mal zu bei mir, dann werde ich Ihnen so ein paar Anekdoten mitbringen aus 10 Jahren bemannter Raumfahrt, die ich erleben durfte. Da kommt so ein bisschen das Gegenteil raus. Astronauten sind definitiv nicht ausgewählt, weil sie perfekte Strukturen haben. Und das würde ich jetzt nach den ganzen Jahren, nach Workshops, die ich machen dürfte mit Firmen und auch im Keynote-Speaking, wenn ich in Firmen Einblick bekomme, würde ich mir sehr wünschen, dass das mehr sich durchsetzt, weg von der Perfektion zu kommen. Ja, das ist auch eines meiner Vorträge deshalb, ne, from perfection to excellence, also von der Perfektion zur Exzellenz, zielt ein bisschen darauf ab, wie auch unsere Astronautenselektion abläuft. Die durfte ich dieses Jahr auch wieder mit durchlaufen bis zu den letzten 400 von 23.000. Also es gibt so ein paar spannende Geschichten auch daraus zu erzählen. Anderes Thema. 2020 ist die Menschheit in die kommerzielle Geschichte der Raumfahrt eingetreten. Mit SpaceX können ja jetzt Touristen das Weltall genießen. Mir fehlt da leider das nötige Kleingeld. Aber was denken Sie, hat dieser Tourismus Zukunft? Und wenn ja, warum? Ja, ich höre natürlich auch mal kritische Stimmen, was kommerzielle Raumfahrt anbelangt. Aber da hoffe ich, dass ich jetzt kurz Abhilfe verschaffen kann. Wir fliegen ins All, so wie wir die Welt immer noch erkunden, wie wir die Ozeane erkunden, weil es ist da und wir bewegen uns jeden Tag darin. Egal, ob Sie das glauben oder nicht, die zuhören, wenn Sie aufwachen jeden Morgen, Sie bewegen sich auf Ihrem Erdklumpen sehr schnell durchs All um einen Stern, eigentlich sehr abgefahren. Das heißt, das gibt es zu erforschen. Deswegen bin ich sehr persönlich davon begeistert, dass es Leute gibt wie Elon Musk, die eben diese Raumfahrtsysteme erfunden haben und auch bauen durften und umsetzen konnten, die so langsam, wir sind ja noch nicht ganz so bei der kommerziellen Raumfahrt, aber wir sind auf jeden Fall in den Babyschuhen,
dass man selbst davon träumen darf, Sie aber auch, Herr Froberg, so wie ich, dass wir es doch irgendwann mal schaffen, mit unseren eigenen Augen auf unseren Planeten zurückzublicken. Meine persönliche Meinung ist ganz klar, wir brauchen das, es muss so sein. Ich wünschte, ich könnte heute schon bestimmte Personen dorthin mitnehmen, einmal in die Erdumlaufbahn, dann würden vielleicht so manche politischen Entscheidungen anders verlaufen. Es bleibt zu hoffen. Wer daran nicht glaubt, ist nicht schlimm, das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern das wird einfach so sein. Also Sie dürfen sich alle überraschen lassen, denn jetzt ist es ja so, wir haben alle diese schöne schwarze kleine Kästchen, auf dem wir ja doch immer mal so Flüge buchen, auf so schöne mediterrane Inseln und uns überhaupt keine Gedanken mehr machen, dass wir in einem großen metallischen Flieger für ungefähr 40 Euro da auch hinkommen und wieder zurück. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch sehr anders. Und wer die Entwicklung mitgemacht hat und darüber nicht mehr staunt, der wird auch nicht staunen, dass in ein paar Jahrzehnten das mit der kommerziellen Raumfahrt passieren wird. Sie haben häufiger gesagt, dass Sie bisher noch keine Astronautin waren. Haben Sie nach wie vor den Traum, einmal ins All zu fliegen? Dann wären Sie immerhin die erste deutsche Frau im All. Gibt es da vielleicht schon Pläne? Die Pläne gibt es tatsächlich. Also wer das mitbekommen hat, im Jahr 2021 im Mai hat die Europäische Raumfahrtagentur, die ESA, wieder Stellen ausgeschrieben. Wir suchen 5 neue Astronauten. Bitte bewerbt euch. 23.000 Europäer haben gesagt, ja, möchte ich gerne machen. Davon war ich auch eine und ich durfte tatsächlich jetzt bis zu den letzten 2%, die übrig waren, mit dabei sein. Die Auswahl läuft immer noch. Die Auswahl zum Astronauten ist sehr lange, wo man sich übrigens, wenn man so in HR arbeitet, auch gut was abgucken kann. Das bringe ich auch gerne mit als Geschichte. Ja, und Sie haben es richtig gesagt, Herr Froberg, das Wörtchen noch nicht ist da entscheidend. Ja, das ist eins dieser starken Worte, die wir haben im Deutschen. Da darf man sich auch mal ein großes Post-it an die Wand hängen. Das kann ich noch nicht, weil das ist was, das ist sehr motivierend und sehr positiv. Und so halte ich das jetzt auch, oder? Wenn Sie mitgehen wollen, wir sagen einfach mal, wir waren noch nicht im All. Also ich komme gerne mit, aber ich könnte Ihnen jetzt noch stundenlang Fragen stellen und zuhören, aber unsere Zeit ist ja begrenzt. Bei nächster Gelegenheit würde ich aber gerne mal das ESA-Zentrum besuchen und mir bei Ihnen dann auch eine Köln-Postkarte der Raumfahrtstation Nummer 1 in Europa abholen. Natürlich mit Signatur von Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und dann erzähle ich Ihnen vielleicht auch noch ein bisschen was, was ich jetzt mache als Berufshelikopterpilotin und im Rettungsdienst. Darüber gibt es auch viel zu berichten. Danke, sagt da der Hobbyflieger.